Herzlich willkommen zum Kick für den Kopf kompakt. Heute geht es um die Frage, was hält unsere Gesellschaft zusammen? Nachdem es ja im letzten Video darum ging, wie der Populismus unsere Gesellschaft auseinandertreibt. Und am Anfang eine Folie, die ich schon mal gezeigt habe, die zeigt, dass wir Menschen heute in einer Situation sind, dass wir unendlich viele Möglichkeiten haben und diese unendlich vielen Möglichkeiten unsere multioptionale Gesellschaft, wie die Wissenschaft das nennt, oder unsere Diskursgesellschaft oder unsere Informationsgesellschaft, die führt eigentlich zu einer Situation der extremen Verunsicherung. Es gibt einen sehr schönen Buchtitel dazu, der heißt »Ich weiß nicht, was ich wollen soll«, eine heikle Situation, in der sich der postmoderne Mensch befindet. Die Realität sieht eher etwas verworren aus. Wir sind ständig konfrontiert mit kognitiven Dissonanzen. Das heißt, das, was wir um uns herum und in uns selbst sehen, ist so verwirrend, so vielfältig, dass wir ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion haben und ein klares Koordinatensystem suchen. Erich Fromm hat nun gesagt in seinem Buch Haben oder Sein, wie können wir eigentlich jetzt einen gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen angesichts der Tatsache, dass so die klassischen Koordinatensysteme, also insbesondere Religion, zusammengebrochen sind. Und er hat hier in diesem Haben oder Sein zentrale Thesen dazu geäußert. Eine geht in Richtung gesunder, vernünftiger Konsum, Mitbestimmungsdemokratie. Ich lese jetzt nicht alle vor, könnt ihr selbst lesen. Und das sind wichtige, zentrale Ideen. Deshalb empfehle ich Haben oder Sein unbedingt lesen. Das Kapitel Der neue Mensch und die neue Gesellschaft, da erfahren wir ganz vieles, was unsere Gesellschaft seiner Meinung nach zusammenhalten kann. Und um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, sieht seine humanistische Gesellschaftsvision so aus, dass sie durch diese sechs Merkmale gekennzeichnet ist, also von Bildung für alle über Gerechtigkeit bis zur ökologischen Orientierung auf der Basis der Biophilie. Er versteht darunter die Liebe zum Leben. Also das hält unsere Gesellschaft seines Erachtens nach zusammen. Auf der nächsten Folie habe ich mal das Dilemma unserer aktuellen Situation versucht darzustellen. Wir haben auf der einen Seite das demokratisch-diskursive Konzept und dem entgegen steht das autoritäre Konzept. Für einen Populisten ist natürlich das autoritäre Konzept das attraktivere, denn es löst alle kognitiven Dissonanzen auf mit identitätsschützenden Denkfehlern. Ja? Und es flieht vor der Realität in eine scheinbare Stabilität. Es ist sehr anspruchslos, simpel, bietet Sicherheit, bestimmt mich fremd. Und demgegenüber ist das demokratisch-diskursive Konzept natürlich weitaus anstrengender, denn es setzt ein ambivalentes Selbsterleben voraus, auch ein ambivalentes Welterleben. Es fordert, dass wir kognitive Dissonanzen aushalten, dass wir keine statische, sondern eine dynamische Identität haben. Basis sind hier Rationalität und Humanismus. Und das ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Konzept, das mit sehr viel Unsicherheit einhergeht, aber andererseits sehr viel Autonomie bietet. Und diese beiden Konzepte stehen sich heute eigentlich gegenüber. Und das führt dazu, dass unsere Gesellschaft, man könnte es fast sagen, in zwei Lager gespalten ist, denn diese zwei Sterne Orientierung an Werten, Suche nach Glück,
Diese Fragen werden natürlich von den beiden Fraktionen ganz unterschiedlich beantwortet, sodass wir sagen können, ja, als demokratisch orientierte Gesellschaft erwarten wir natürlich, dass dieses demokratisch-diskursive Konzept der Kitt ist, der eine Gesellschaft zusammenhält. Wir sind aber in dem Dilemma, dass dieses Konzept ausgesprochen anstrengend ist und für ganz viele sehr, sehr unattraktiv. Das einige Gedanken zum Thema, was hält unsere Gesellschaft zusammen? Viel Spaß beim Nachdenken.